Nichts. Verdammt. Ist so lange her. Geh mal weg da. Ich mach. Lass das. Einstehen wir. Ah. Ja, das war's. Genau. Vereinstehen wir, das war das geheime Passwort. Na, war's das oder was ist hier noch Schönes? Plasma. Der liegt aber echt schon eine ganze Weile hier, oder? Was ist denn das? General. Das erklärt die ganzen Minen. Das ist. War General McGann. Er hatte deinen Job, als ich damals beigetreten bin. Muss hier unten festgesessen haben, als die Meeresbiester die Burg angegriffen haben. Aber immerhin hat er dafür gesorgt. Ja. Eine Sicherheitstürsteuerung. Ja, Tür schließen ist okay. Dass die Waffenkammer sicher geblieben ist. Schätze, die Uniform gehört jetzt dir, wenn du sie haben willst. Der alte Knacker braucht sie nicht mehr. Ruhe in Frieden, General. Dein Kampf ist zu Ende. Aber die Minutemen bestehen weiter. Die redet mir auch fast zu viel. Tja, der General, der hat es leider nicht geschafft. Er hat die Waffenkammer sogar am Stück zu sicher gemacht. Die hat mir echt ganz schön viele Nerven geraubt. Die Waffenkammer, die alte, die. So, schau mal hier. Die Symbole verheißen doch nur Gutes. Awesome. Das sieht doch gut aus. Hier gibt es das Beste vom Besten. Das. Alter. Schön. Na also, hab doch gesagt, dass ich uns da reinbringe. Ja. Mal sehen, was noch übrig ist. Auf jeden Fall Fatman. Fatman nehme ich mit. Das nehme ich auch mit. Tesla-Bogen. Ausgezeichnet. Die Waffenkammer ist noch intakt. Hier finden wir alles, Waffenbank? Was wir brauchen. Und das Sahnehäubchen. Baupläne für Artillerie. Gamma-Patrone, was? Lasermuskete. Laser. Mini-Atombombe. So, da könnt ihr die Baupläne. Wo finde ich denn die Baupläne? Artillerienachschub. Artilleriebauplan. Okay, Artillerie. Große dicke Kanonen, kilometerweit entfernte Gegner wegpusten. Klingelt's da? Tja, und nun? Was muss ich nun machen? Alte Waffen. Sprich mit Ronny Shawn. Na los, komm mal her. Ich müssen. Scheint, als hättest du alles, was wir brauchen. Platzier Artillerie auf der Burg und weise jemanden zur Bedienung zu. Okay, dann baue ich mal ein Stück Artillerie. Ich habe keine Ahnung. Du kannst nichts tun, solange du eine Power-Rüstung trägst. Du kannst deine Rüstung hier nicht verlassen. Na toll. Da gehe ich halt raus. Bin ich echt überladen? Ach, das ist doch schon wieder nervig. Kannst du echt nichts machen, ohne dass du irgendwelche andere Scheiße hier. Alter. So, okay. Schauen wir doch mal. Kleidung. Leichte Hunderüstung. Fliegt raus. Minuteman Generalhut. Ja, kann jetzt eigentlich nicht so. 296 von 270. Raus damit. Raus damit. Waffen. Jetzt habe ich doch, glaube ich, hier schon wieder irgendwie. Ach so, stimmt. Durch die ganzen Artillerieteile. Das durfte sich also quasi gleich klären, sobald ich das Ding gebaut habe. Bin ich dann mal gespannt, was da rauskommt. Das wird bestimmt irgendwas Übles sein. Irgendwas ganz Übles. Waffenwerkbank. So, erstellen. Fatman. Achso, das habe ich ja. Ich will ja was herstellen. Oder habe ich.
Jetzt bin ich schon wieder verwirrt. Wieso alte Waffen? Platzierartillerie auf der Burg und weise jemand zur Bedienung zu. Weil ich kann die ja nicht so direkt jetzt nicht bauen. Nicht? Was ist denn die Fat Man? Oh, hier mit. Ich bin Mini-Atombombe. Das ist heftig. So. Kann ich eigentlich diese 10mm Pistole noch irgendwie modifizieren? Kurzer Lauf. Verlängerter Lauf. Mache ich einfach mal. Ein Komfortgriff. Standardmagazin. Habe ich nicht mehr. Standardvisier, Leuchtvisier, Reflexre. Nukleares Material. 4 von 2. So. Keine Mündungsbremse. Okay. Bin ich dann mal gespannt, was mit der jetzt geht. Die muss da jetzt eigentlich tierisch übel sein. So, wo bist denn du, meine kleine taktisch Feuerrate 46. Ja, oh, immerhin. Hier, schau mal mit Zielvisier. So, Daten. Jetzt muss ich mal schauen. Ich habe irgendwie ja noch die Werkstätten, Statistiken, Inventar. So, die Diverses. So, ich suche den Bauplan. Weil ich habe ja irgendwie Pistolen und Patronen. Salzsäure. Ja, Salzsäure kann man auf jeden Fall auch machen. Okay, was war den ganzen Schrott? Den lag ich ja einfach mal ein. Aber ich brauche den ja jetzt nicht. So, Transfer. Gesamten Schrott einlagern. Damit müsste ich endlich wieder laufen können. Jawohl, kann ich. Artillerie. Aber ich habe doch noch gar keine Artillerie gebaut. Wie kann ich denn, was ist denn da unten jetzt? Eine Werkstatt. Das müsste ich ja... Oh, Spezial. Machen wir mal eine Artillerie bauen. bauen wir doch einfach mal... Machen wir ein schönes Plätzchen für Artillerie. Wo bietet sich das denn an? Na, eigentlich hier oben, oder? Es ist doch irgendwie... So. Kann man doch hier hinbauen. Die ist ja auch drehbar. Müssen wir die Bus hier hinstellen. Naja, ist natürlich, na, wo es passt. So, er benötigt einen Dude. So, da muss ich bloß irgendjemanden finden, der gerade ein bisschen Langeweile hat. Bleib bei uns, um keine Nachrichten für die so. Ja? Ich will nur ein bisschen handeln. Klar. Achso, jetzt sollte ich mal mir noch anschauen, wie ich, bei der Artillerie, was kann ich denn jetzt noch machen? Nee, ich glaube, so viel brauche ich da jetzt auch nicht. Einer reicht, glaube ich, erstmal zu. Kann ich damit irgendwas machen? Ich weiß immer gar nicht, wie ich die... So. Auswählen. Ja gut, aber das bringt mir ja nicht so viel. Wie weise ich denn hier einen jemanden, ich weise denn jemanden zu? Ich hoffe, die Sendung hilft dir. Hallo, Sir. Ich will nur ein bisschen handeln. Nein, will ich nicht. Aber er zeigt mir es ja immer noch an. Soll ich vielleicht noch eine bauen? Kann schon sein, dass ich vielleicht noch eine brauche. Die, wo stelle ich die hin? Am besten auch irgendwo einfach hier oben mit hin.
So, damit hin. So. So, okay. Warte, nein. Das ist ja jetzt quasi eigentlich erstmal soweit erledigt. Jetzt ist nur die Frage, wie ich da jemanden hinbekomme. Hi. Worauf wartest du? Bau die Artillerie auf. Hab ich ja schon. Worauf wartest du? Bau die Artillerie auf. Ich weiß nur gerade nicht, wie ich da irgendjemanden zuweisen soll. Aber noch mehr Artillerie kann ich ja schlecht bauen, als das, was ich eh schon habe. Von daher, ich muss jetzt irgendwie versuchen, hier jemanden zuzuweisen. Ich sollte besser wieder auf Sendung gehen. Ich will nur ein bisschen handeln. Ah, nee, will ich nicht. Wir fangen wirklich an, es ist 8 Uhr. Es ist 8 Uhr, das ist schön. Alles ruhig, so wie wir es mögen. Passt auf euch auf, Leute. Ich muss jemanden darauf ansetzen. Ich muss jemanden darauf ansetzen. Tja, die Frage ist nur, wie? Wie mache ich das? Schön, wie meine Powerrüstung dort rumsteht, oder? Das sieht einfach schön aus. Schau mal hier. Was? Die Kollegin hat doch, Ich wollte nur ein paar Sachen tauschen. Schieß los. Ich weiß gerade echt nicht, wie ich hier jemanden zuweisen soll. Vor allem sieht er mal echt komisch von der Seite aus. Minuteman. Befehligen. Dann gehe ich doch einfach jetzt mal hier hoch. Und zuweisen. Diese Ressource ist zugewiesen. Er spricht mit Ronnie Shawn. Krass Ding. Hi. Mann, tut echt gut, hier wieder Artillerie zu sehen. Ja. Okay, es gibt nur einen Haken. Große Kanonen können nicht auf nahe Ziele schießen, aber ihre Reichweite ist beeindruckend. Deshalb haben wir die Rauchgranaten mitgenommen. Wirf eine der Granaten auf die bösen Jungs. Wenn wir Artillerie in Reichweite haben, bestätigen wir über Funk und feuern auf das mit Rauch markierte Ziel. Aber zuerst sollten wir ein paar Probeschüsse machen, damit wir später auch das treffen, was wir anvisiert haben. Siehst du das kleine Gebäude da drüben? Das nehmen wir als Zielpunkt. Stell dein Funkgerät auf die Frequenz von Radio Freedom ein, damit wir bestätigen können, dass wir bereit sind. So, begib dich ins Zielgebiet. Lass den Radio eingeschaltet. Okay, Radio Freedom. 9 Uhr hier bei Radio Freedom. Okay, General, wenn du mich hören kannst, sind wir bereit. Wirf eine der Rauchgranaten ins Testgebiet, damit wir mit den Probeschüssen anfangen können. So, Rauchgranaten. Muss ich mal schauen, wo ich Rauchgranaten habe. So. Artillerie, Rauchgranaten. Da drüben die? Nee, oder? Doch, anscheinend schon. Oder ich nehme einfach diese hier. Können wir auch machen. So, dann muss ich mal flüchten, weil ich glaube, das dürfte halbwegs Rums machen. Okay, wir sehen den Rauch beim Ziel. Du solltest vielleicht etwas zurückgehen, nur für alle Fälle. Ja, die Vögel, wie die aussehen. Total zerstört. Die haben ja auch die besten Tage hinter sich. Da musst du echt Zeit haben.
Ich würde jetzt auf meine Uhr gucken, wenn ich eine hätte. Cool, war's das schon? Beeindruckend. Das war eine richtig beeindruckende Vorstellung. So, Aufgaben. Alte Waffen. Wirf eine Rauchgranate ins Zielgebiet. Habe ich ja gemacht. Kann der... Ah, da. Da gerümpelt. Wow, Alter. Ich habe eine Idee, was ich damit mache. Ich habe eine ziemlich klare Vorstellung, was ich damit auseinandernehme. Alter, das macht einfach Röms. Das sieht gut aus. Dir steht jetzt Artillerieunterstützung zur Verfügung. Setz sie mit Bedacht ein, General. Geiles Ding, geiles Ding. So, gehe ich meine Power-Rüstung holen. Ich habe einen Auftrag zu erledigen. Denn ich weiß jetzt, was ich machen muss. Awesome. Awesome, das macht doch... Siehst du, so macht's wieder Spaß. Das ist doch einfach ein... so macht's Spaß. Ach, irgendwas kaputt machen macht doch immer Spaß. So. Ja, hüpf mal rein hier. Wir haben jetzt einen Auftrag zu erfüllen. Und welcher das ist, das verrate ich euch dann auch gleich.